Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stranded Deep. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn es geht natürlich gleich direkt wieder weiter mit meiner, ja, nicht gezwungenermaßen Reise zur nächsten Insel, sondern mit meiner bewusst erwünschten Reise auf die nächste Insel. Und wie wir es in der letzten Episode am Ende ja auch gesagt haben, ich muss jetzt Richtung Nordwesten. Das heißt, ich möchte auf die Insel da drüben. Ja, die da drüben. Das wäre dann schon Richtung Norden eigentlich. Genau, wir müssen aber Richtung Nordwesten, weil die in Norden, die kennen wir schon. Da waren wir schon. Das heißt, da rüber müssen wir. Das bedeutet wiederum, ich muss jetzt mal wieder alles einstecken. Und da wir jetzt eine Kiste mehr haben, wird das natürlich dann wieder schon ein bisschen eine Spielerei. Ich muss mir nur merken, es ist die nähere von den beiden und die mit den großen Felsen da drauf. Weil ich will nicht wieder mitten auf dem Floß dann meinen Kompass auspacken müssen. Gut, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kisten. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles unterkriege. Naja, oh ja, wenn ich das Fleisch auch noch aufesse, dann kriege ich es schon unter. Aber als erstes möchte ich jetzt natürlich mal meinen Kompass da wieder irgendwie reinstopfen. Und dann checken wir natürlich, wie geht es uns. Ja, ein bisschen ein Durst haben wir, ein bisschen Hunger. Also es trifft sich, glaube ich, ganz gut, wenn wir sagen, wir werden das jetzt einmal da aufessen, das Fleisch, in der Hoffnung, dass es noch gut ist. Ich sollte vielleicht vorher nachschauen, ob es noch gut ist und nicht einfach essen. Gekocht. Ja, okay. Es ist noch gut, es ist noch verzehrbar. Und dann werde ich noch ein bisschen was trinken. So, perfekt. Und jetzt heißt es natürlich wieder, alle Kisten da irgendwie sammeln, stapeln und transportieren. In der Hoffnung, dass ich wirklich alles unterkriege. Tatsache. Okay, eine weitere Schachtel sollte ich nicht mehr finden. Das wäre natürlich dann doof. Aber im allerschlimmsten Fall werden wir es so machen, dass wir dann eine Kiste halt einfach oben auf dem Floß irgendwie transportieren werden. Gut, hier muss man schauen, diese Richtung müssen wir. Okay, das heißt, ich werde jetzt mal mein Floß da wieder umdrehen. Okay, muss ich wieder in Anker lösen. Genau. Lieber Anker. Genau. Perfekt. So. Schiebst du mich jetzt nach hinten, oder wie? Tatsache. Okay. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Ich möchte dich jetzt aber in die Richtung darüber drehen. Jetzt versuchen wir irgendwie raufzukommen. Ja. Bitte, lass mich doch mitfahren. So. Sehr gut. Dann ans Ruder. Volle Kanne nach rechts einlenken. Und Segel runter. Und dann heißt es auf Richtung nächster Insel. Was ja zum Glück nicht allzu lange dauern sollte, weil, ja, die ist ja gleich da. In der Nähe. So, jetzt haben wir natürlich wieder den coolen Sound vom Haifisch, der uns da nerven will. Wo ist er? Zeig dich. Dummer Hai, du. Er ist sicher der, der was mich das letzte Mal bissen hat, die Sau. Jetzt ist er weg. Okay. Gut. Soll mir nur recht sein. Ein Hai weniger, um den ich mir Sorgen machen muss. Und wir werden da jetzt mal ganz gemütlich rüber rodeln, wollte ich schon sagen. Rüber segeln. Ich finde es halt cool, dass dieses kleine Segel mit dem 1 Quadratmeter Taschentuch da tatsächlich ausreicht, um das Floß zu bewegen. Aber ja, so ist das normal. Und jetzt fängt die Musik schon wieder an. Das heißt, da ist schon wieder irgendwo ein Hai in der Nähe. Ich sehe ihn zwar nirgends, aber er ist da. Das werde ich auf jeden Fall auch demnächst wieder machen. Einen Hai legen. Erstens einmal wegen einem guten Fleisch. Njam, njam, njam. Und zweitens natürlich auch wegen dem Leder.
Denn wie wir inzwischen wissen aus irgendeiner Episode von vor 6, 7, 8 Folgen, 4, 5 Folgen, sowas, keine Ahnung, haben wir herausgefunden, dass diese super coolen Speere, die ich für die Bossfights brauche, dass die alle Leder benötigen. Das heißt, wir brauchen eine Menge Leder. Das heißt, nicht nur eine Menge Steine und eine Menge Holz, sondern auch eine Menge Leder. Warum hat es denn jetzt da geruckelt? Warum ruckelt das Spiel, wenn ich nur im Wasser bin? Sapperlot. Keine Ahnung. Egal. Die Insel schaut groß aus. Die Insel schaut sehr groß aus, wenn wir ehrlich sind. Ich sehe da ein kleines Inselstückchen. Wow, fette Welle. Ich sehe da ein kleines Inselstückchen. Ich sehe da schon wieder so einen fetten Masten. Das heißt, da ist wieder ein riesengroßes Wrack zum Untersuchen. Was natürlich genial ist. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Und ich überlege jetzt auch gleich, wir rudern jetzt Richtung Nordwesten. Das heißt, unsere nächste Insel, auf die wir wollen, ist dann da drüben, glaube ich, diese im Westen. Das bedeutet, ich werde jetzt versuchen, so ein U-Turn hinzulegen mit dem Segelboot, was sicher überhaupt nicht funktionieren wird. Na, nicht einmal ansatzweise. Okay. Dann werden wir das Boot jetzt einfach nur drehen. Nein, oder auch nicht. Okay. Das war die falsche Richtung. Aber das macht nichts. Dann weiß ich jetzt zumindest, dass wir mit dem Boot nach hinten müssen. Also in diese Richtung rüber. Das ist dann die nächste Insel. Ich tue schon wieder vorausplanen da in alle Himmelsrichtungen. Mich irritiert ein bisschen, dass es hier sehr tief ist und da dieser dumme Haifisch unterwegs ist. Können wir ein bisschen näher an die Insel bitte ran, liebes Floß? Geht das? Wieder raus und wieder runter. Und jetzt Anker los. Nein, Anker. Danke. Und voilà. Bin ich ja schon fast halbwegs zufrieden damit. Das heißt, ahoi, neue Insel. Hip hip hurra. Der Pet ist da. Was gibt's denn da? Ich sehe ein Schwein, ich sehe einen Krebs, ich sehe einen Stein. Und ich habe noch immer die Haifischmucke. Das heißt, alles bestens für eine legendäre Episode, würde ich mal sagen. Gut, das heißt, ich werde da jetzt mal wieder 1, 2, 3, 4, 5 und dann ein Stückchen davor die nächsten 4 Kisten stapeln. Jawohl, so gefällt mir das. Und jetzt muss man natürlich wieder den Standard, das Standardprozedere da nachgehen im Sinne von Plastik braucht man, Steine braucht man, Palmwedel braucht man und. Also wir brauchen da jetzt noch einiges. Okay, Taue. War ich also clever und habe schon welche gemacht. Ich werde aber natürlich schauen, dass ich zuerst das alles hier auf dieser Insel mir aneigne, was hier schon herumliegt. Okay, da liegt schon wieder so ein Treibholz, das brauchen wir mal nicht. Aber, was haben wir da? Da ist auch nichts. Da haben wir auch nichts. Da haben wir eine Jungpalme. Die werden wir gleich mal massakrieren und uns da die Blätter schnappen. Ich muss natürlich wieder aufpassen. Fremde Insel. Da kann es natürlich wieder Schlangen geben, die was mega gegen mich sind. Aber inzwischen habe ich ja schon ein geübtes Ohr, was das angeht. Gut, so. Da liegt sogar ein bisschen Blech. Wie cool ist denn das? Da war Blech und da liegen Holzbretter, oder? Ja, Tatsache. Da liegt Plastik und da liegt eine Kiste. Na toll. Es ist soweit. Wir haben eine Kiste zu viel. Kacke, ne? Egal, ich werde das Ding trotzdem mitnehmen. Mitnehmen kann man es immer. Ich werde auch das mitnehmen und auch das Holz und auch das Stückchen Blech, was da liegt. Die Steine werde ich mir alle später erst holen, weil ich möchte mich jetzt mal nach wichtigen Sachen umschauen, die wir auf jeden Fall sofort brauchen. Ich meine, ja, wir werden auch Steine brauchen für die Wasserdestillation.
Stille, die ich da bauen möchte. Also da wird uns nicht übrig bleiben, dass wir da wieder Steine mitnehmen oder aufsammeln. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal zuerst so viel loses Zeugs einsammeln, was wir noch finden können. So. Ja, lass dich aufheben. So, sehr gut. Haben wir da irgend noch was am Strand entlang? Steine, ja, okay. Wildschweine, Steine und Wildschweine. Trifft sich gut. Was haben wir hier? Die komische Pflanze, die keiner kennt. Okay, okay, okay. Da liegt noch ein Stein, gut zu wissen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele kann ich denn schon herstellen. Wie schauen wir jetzt aus im Inventar? Okay. Was? Wie viele Stecken habe ich schon? Ich habe schon wieder 4 Stecken eingesteckt. Okay, sehr cool. Dann schauen wir sich noch ein bisschen weiter um, ohne jetzt großartig viel aufzuheben. Weil sonst wird gleich wieder das Inventar voll. Was wir natürlich auch nicht wollen. Da haben wir wieder so ein Treibholzzeugs. Okay, cool, cool. Da haben wir Stecken, Jungpalmen, solche Dinger. Was bist denn du? Bist du eine Pflanze? Nein. Also, ja, du bist eine Pflanze, aber ich kann dich nicht ernten oder so. Ich habe hier eine Kartoffel. Ja. Oh shit. Wo bist du? Ich kann dich hören. Aber nicht sehen. Das macht mich immer wieder nervig. Komplett fertig und nervös. Ich hasse das. Schlangen zu hören und nicht zu sehen. Okay. Aber ich habe ja noch Gegengifte bei mir. Also so tragisch wäre das jetzt nicht, wenn mich diese dumme Schlange erwischt. Aber ja. Gut. Hallo Stein, dich nehme ich jetzt gleich. Wir wollen als allererstes natürlich mal einen Schlafplatz basteln. Das heißt, ich muss eine von diesen Palmen auf jeden Fall fällen. Damit wir mal zu Palmwedel als auch zu einer Kokosnuss kommen. Weil die Kokosnuss gibt uns ja dann wieder die Möglichkeit, dass wir da die Kokosnussflasche machen, die wir brauchen fürs Destillierzeugs, Dingens, alles mögliche. Okay. So, wir werden das gleich alles hier auf diesem Strand hier platzieren. Also auf diesen Stückchen. Das wäre mal Nummer 1. Was habe ich jetzt noch eingesteckt? Ah, ich könnte mal dieses ganze Zeugs da loswerden. Im Sinne von, genau, Blech. Das. Meinen Kartoffelzeugs kann ich auch da irgendwo reinstopfen. Wenn ich die richtige Kiste mit der Kartoffel finde. Da, genau. So. Diese eine Kiste kann ich da jetzt auch droppen. Machen wir das so. Tick. Tada. Da haben wir nämlich auch Holz drin. Das kann man gleich da wieder rausnehmen und da reingeben, wo es reingehört. Wenn ich jetzt die Kiste wieder finden würde. Ich habe zu viele Kisten. Hier. So. Gut, wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Lagerfeuer. Das heißt, Lagerfeuer kann ich natürlich jetzt nicht bauen, weil ich zu wenig Holz habe. Genau. Das heißt, ich brauche jetzt noch das bisschen Holz von diesem Dings da. Kann ich gleich auch dieses eine fehlende, da ist Palmwedelblatt mitnehmen. Dann die Kokosnuss. Den Stock nehmen wir mit. Den Baumstamm werden wir in Stöcke umwandeln. Perfekt. Dann machen wir uns jetzt natürlich gleich mal ein Lagerfeuer, bitte. Das platzieren wir einfach hier. Dann brauchen wir natürlich... Ah, ich habe ein Lagerfeuer auf 10 verschiedenen Inseln gebaut. Okay, cool. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich jetzt auch nochmal einmal, genau, Reisig benötige. Eben um das dann wieder in Brand zu stecken, das ganze Zeug da.
Dann brauche ich jetzt eine, genau, Kokosflasche. Und jetzt hätte ich gerne eine Wasserdestille. Da fehlen mir jetzt aber was? Steine. Na, was für ein Zufall, dass wir hier ja so viele Steine auf dieser Insel haben. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz noch zwei Steine schnappen gehen. Diesen hier. Schnapp. Und den da drüben. Dann kann ich ja theoretisch eigentlich die Runde gleich abschließen, indem ich da jetzt wirklich alle Steine hole. Zack. Und dich. Ich nehme das Messer in die Hand, dann ist der Stein immer gleich automatisch eingesteckt. Das ist auch cleverer. So, da liegt ja... Gar nichts? Okay. Da liegt ein Stein. Da liegt auch ein Stein. Stein, Stein, Stein. Haben wir da noch was liegen? Aber ich sehe da irgendwas. Das da. Seht ihr das? Was? Oink, oink. Du, oink, oink mich auch. Da, was ist das da? Jetzt muss ich kurz... Ah, ein Wrack. Okay, sehr gut. Gut zu wissen. So. Aber ich möchte mir das jetzt nicht anschauen. Ich möchte zuerst einmal da die wichtigsten Überlebensutensilien zusammenbauen. Das bedeutet, weiter Steine sammeln. Okay, hier ist einmal nichts. Da auf diesen kleinen Inselteilchen war ich noch nicht. Okay. Würdest du dich bitte ein bisschen erholen, damit ich wieder laufen kann? Danke. So. So, und wie ihr vielleicht letztendlich jetzt inzwischen schon ein bisschen mitbekommt, fängt das Spiel leider Gottes langsam aber doch an, ein bisschen zum Ruckeln, zum Laggen. Es ist nicht mehr so flüssig. Ich vermute mal, das ist zurückzuführen auf das, dass ich schon sehr viele Inseln jetzt besucht habe, sprich fast die halbe Map, und auf jeder Insel was baut habe und zurücklassen habe. Also ich vermute mal, dass das ausschlaggebend ist dafür, dass das Spiel dann immer mehr anfängt zum Ruckeln oder eben ein bisschen laggen halt, wie man so schön sagen will. Aber ja, damit sind wir Konsolenspieler jetzt eh nicht unbedingt... Ja, überrascht, das ist ja nichts Neues für uns. Lassen wir das mal so stehen. Ja. Deswegen sage ich, nicht so tragisch. Wenn es schlimmer wird, ist dann natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Aber ich hoffe nicht, dass das passiert. So, jetzt können wir da endlich einmal die Wasserdestille aufbauen. Ich habe extrem viele Steine, die ich gerne loswerden würde. Am besten haben wir die in irgendeine leere Kiste. Diese hier. So. Okay. Ich habe sicher auch irgendwo noch Plastik oder so. Steine, Steine, Steine. Zeugs, Zeugs. Plastik. Aber da sind schon vier drin. Ja, dann kommt das eine Stück Plastik, was ich dann noch habe, hier jetzt rein. Zu dem Hammer. Und nun muss ich wieder Palmwedel organisieren, um da die Wasserdestille voll zu füllen. Und ich würde auch sagen, ich werde mich da jetzt gleich mal um ein, zwei Schweine kümmern, um mir etwas zum Essen zu basteln. So, ich nehme gleich einen ganzen Stack raus, warum nicht? Ich hätte gerne... Was ist das? Achso, ja, kein Kommentar. So, da irgendwo war diese Schlange, wenn ich mich nicht irre. Der mich jetzt ein bisschen nervt. Aber egal. So, wir hacken jetzt einmal da diese Palme einfach um. Holen sich die Palmwedel von hier. Um eben unsere Wasserdestille damit aufzufüllen. So, und jetzt gehen wir noch, solange es halbwegs hell ist, auf Schweinejagd. Denn ich brauche das Leder und ich brauche das Fleisch.
Mein Schatten schwebt, ist auch okay. Achso. Wo sind denn jetzt die Schweine hin? Na, so viel zum, bevor es dunkel wird. Okay, dann machen wir das jetzt ganz einfach so. Ich werde da jetzt einfach mal da die Palmwedel reinknallen. Nee, so war das nicht gedacht. Entschuldigung. Genau. Lass das eine Palmblatt da den Palmwedel nochmal fallen. Und dadurch, dass jetzt schon wieder der Mond aufgeht und ich jetzt nicht extra warten möchte mit dem Schlafen gehen und so weiter und so fort, werde ich jetzt hier einfach abspeichern und mich von euch wieder verabschieden. Und wir machen dann einfach morgen an dieser Stelle wieder weiter. Und ja, dann heißt es Wildschweinjagd. Ich fühle mich schon langsam wieder Obelix, immer auf Wildschweinjagd. Aber da, das ist ein anderes Thema. In diesem Sinne sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.